Erstmals engagierte sich die Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit auf der internationalen Tourismusbörse in Berlin. Die ITB ist die größte Tourismusbörse weltweit mit 10.000 Ausstellern und über 20.000 Fachbesuchern. Das Thema Reisen und Menschenrechte traf dabei den Nerv vieler Interessierter. Unter dem Titel Tourismus, Terrorismus, Totalitarismus, Reisen in Risikoländer und in autoritäre Regime lauschten und diskutierten Reiseanbieter, Touristikkonzerne und Fachpublikum mit den drei Experten des FNF-Panels. Am Beispiel von Nordkorea, Usbekistan und Pakistan untersuchte TV-Moderator Ali Aslan, inwieweit Reisen in autoritäre Regime stützt oder gar unterminiert, beziehungsweise ob Reisen in Risikoländer überhaupt möglich ist. Gerade Nordkorea ist in dieser Hinsicht problematisch. Viele Teilnehmer überraschte, dass ein Urlaub in Kim Jong-uns Land überhaupt möglich ist. Mehr als 2 Wochen würde der FNF-Projektleiter Dr. Lars-André Richter jedoch nicht empfehlen, da zu viel an Kultur im Zweiten Weltkrieg zerstört wurde. Auch klimatisch bietet sich eher der Wanderurlaub an. Einsamkeit findet der Urlauber dabei allerdings nicht. Man kann zwar alleine buchen, wird jedoch nicht alleine reisen, pointierte Richter die allumfassende Überwachung eines jeden Ausländers. Nicht ganz so dramatisch ist es in Usbekistan. Dennoch attestierte Dr. Beate Eschment von der HU Berlin und Herausgeberin des Online-Journals Zentralasien-Analysen den Machthabern eine gewisse Kontrollmentalität. Dabei sollte sich nach der Zentralasien-Analystin zufolge jeder Mensch fragen, in welches Land er fahre und nicht nur auf die Kultur fixieren. Demnach legt Eschment Besuchern ein politisch bewusstes und auch respektvolles Reisen nahe. நெருங்கும் போது அகப்படாமல் பறந்து போகிறாய். In sogenannten Risikoländern kommt das Sicherheitsbewusstsein des Reisenden hinzu. Hundertprozentige Sicherheit gibt es in keinem Land, sagte der Direktor des Pakistan Tourism Development Corporation, PTC, Kabir Ahmed Khan. Aber Pakistan ist überall sicher, wo auch normale Pakistani hingehen, behauptet er. Der staatliche Tourismuswerber Khan fügte noch hinzu, alle Touristenplätze sind sicher. Dabei arbeitete er gegen den schlechten Ruf des Landes und warb Pakistan. Pakistan bietet eine Diversität an Kulturen und Zivilisationen, fügte er hinzu. Butterfly, Butterfly. Eine Unterstützerin fand er in der Fragerunde. Sie war in Pakistan und liebt seitdem das pakistanische Essen. Dennoch hinterfragte sie Khan kritisch, sodass dem Publikum letztlich klar wurde, alles liegt in Eigenverantwortung des Reisenden. Die Sicherheit, wie auch der eigene Beitrag zu entweder Transformation oder aber Erhalt eines autoritären Staates. Ja, es war mir ein großes Vergnügen, das Panel zu moderieren, schon allein aus dem Grund, weil diese Länder Nordkorea, Usbekistan, Pakistan wissen wir, glaube ich, in diesem Teil der Welt immer noch zu wenig von. Und wenn, dann erscheinen sie leider Gottes immer im negativen, meist zumindest im negativen, unter negativem Licht in der Berichterstattung. Insofern war es für mich als Moderator auch sehr interessant, von den Panelisten einfach mal zu hören, wie sich die Lage vor Ort, die Realität vor Ort dort wirklich gestaltet. Und ich denke, die Friedrich-Naumann-Stiftung hat hier wirklich ein exzellentes Panel mit ausgewiesenen Kennern und Fachleuten zusammengebracht. Und ja, wie gesagt, es war mir ein Vergnügen, das zu moderieren. Es war eine sehr lebendige Veranstaltung und denke, ich auf alle Fälle, aber auch die Zuschauer haben eine Menge inhaltlich mitgenommen. Wir kommen sehr begeistert aus dieser Veranstaltung. Wir hatten über 300 Zuhörer, standen die Leute an den Wänden. Das war ein außergewöhnlich interessantes Thema, wo nach meinen Erfahrungen, aus meiner langjährigen Erfahrung mit der Messe, sich bisher keiner rangewagt hat. Dass die Friedrich-Naumann-Stiftung das tut, ist außergewöhnlich. Wir haben
ja auch Expertise, die wir mitbringen können. Fasst man das zusammen, würde ich auch aus meiner alten Erfahrung als Touristiker sagen, Begegnungen sind besser als keine Begegnungen. Durch Begegnungen lernt man sich kennen, durch Begegnungen kriegt man auch neue Ideen, kriegt man auch den Dinge vermittelt, die andere nicht haben, und man bekommt, kann selber etwas sagen, was andere nicht wissen. Zum Beispiel unsere Ziele wie Freiheit, Demokratie und Menschenrechte kann man auch auf dieser Art Veranstaltung deutlich machen. Und ich denke, die Friedrich-Naumann-Stiftung hat hier eine außergewöhnlich gute Veranstaltung hingelegt. Mir sagte der einleitende Messeverantwortliche für diese Sache, Herr Dr. Buck, er freut sich, dass wir da sind, und er sagt, wir sollen wiederkommen.